Hallöchen und willkommen zurück zu Loop Hero und wir werden ein paar Dinge anpassen. Und zwar machen wir folgendes. Den Friedhof haben wir weg. Wir haben die Laterne weg. Die Schatzkammer kommt weg, die Zeitbarke kommt weg. Ja, das sieht nicht verkehrt aus. Bestätigen wir so. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Da gehen wir gleich im Run drauf ein. Wir machen es wieder mit dem Necromancer. Kapitel 2. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das dieses Mal hinkriegen. Drückt mir die Daumen. Wir werden auf jeden Fall... Ach ja, wir können hier gar nichts von benutzen, ne? Ja, ja. Da hast du mal wieder ein bisschen Pause gemacht und dann sowas. Aber mich haben zwei interessante Kommentare erreicht. Und die möchte ich auf jeden Fall überprüfen, was da vorgeschlagen wurde. Als allererstes von Tommy J. Mal versucht, mehrere von den großen Bergen zu machen, also in jeder Ecke einen. Passend dazu kriegen wir gleich hier einen. Ich dachte, ich hätte das mal gemacht. Vor allem, als wir die Map zugekleistert haben mit allem. Aber es kann natürlich sein, dass so heftige Bergketten nur spawnen, wenn du ein 9er-Feld-Berge machst und dann woanders, ohne das, was dranhängt, nochmal ein 9er-Feld. Kann gut sein, das probieren wir aus. Und der zweite Vorschlag, jetzt wo wir das gerade hier genauso haben, wie es sein soll, kommt von Max. Und zwar, sein Vorschlag ist, er weiß zwar nicht, ob was bringt, aber ich glaube, das bringt sehr viel. Die Wurmruinen und einen Bluthain zusammenzubringen. Das würde dazu führen, dass wir definitiv die Würmchen töten, weil unter 15% triggert der Bluthain. Und dann heißt es Gute Nacht, Gewürm. Jetzt muss ich nur kurz überlegen, wie wir das am besten platzieren. Moment. Ich habe mir da keine Gedanken gemacht, wie man das am besten macht. Also der Hain kommt auf den Weg, die Ruinen auch. Der Bluthain triggert einmal komplett außenrum. Wenn wir einen haben. Von daher setzen wir den Hain noch nicht. Ich muss mir das mal kurz ausmalen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier die Würmchen haben. Nein, die Würmchen müssten immer vor dem Hain sein. Würmchen vor dem Hain, dann sind wir zufrieden. Ich lasse hier mal zwei Plätze frei für zwei Dörfer. Ich lasse hier drei Plätze frei für drei Dörfer. Ruinen vor dem Hain. Das heißt, den Hain können wir ruhig hier hinklatschen. Die Ruinen machen wir dann dorthin. Und das ist deswegen interessant, denn diese, ja, nennen wir sie mal Artilleriewürmchen, sind ja sehr schwach. Was Nahkampf angeht. Aber sie droppen verdammt geilen Scheiß. Deswegen sind die durchaus interessant. Für das, was wir dann hier gleich nachher vorhaben. Ich werde höchstwahrscheinlich auch mal auf Angriffsgeschwindigkeit. Oh, da ist ja schon mal ein Bluthain. Sehr nice. Ich werde höchstwahrscheinlich auf Angriffsgeschwindigkeit gehen. Und auf eher Skelett-Level als Beschwörungs... Wie ist das gleich nochmal? Beschwörungsgedöns. So, ich mische hier einfach mal durch, damit wir schnell das mit den Bergen überprüfen können. Okay, dann ist jetzt auch mal der Tag um. In den Ruinen haben sich Würmchen gesammelt. Nice. So, die Wiese klatschen wir hier noch dazu. Danke. So, jetzt gib mir langsam mal ein bisschen besseres Zeug. Vor allem auch hier ein bisschen magisches Schild wäre nicht schlecht. Oder halt eben noch mehr Chronogedöns. Dann heilen wir die Schose halt einfach wieder weg, wenn wir ein bisschen HP brauchen. Oh, sorry. LP heißt das ja hier. LP. Also immer, wenn ich HP, TP, LP sage, das meint bei mir alles das Gleiche.
Noch ein Berg. Alright. Oblivion-Cards habe ich auch drin, oder? Ah, ich glaube schon. Dann bestimmt nicht rausgelöscht. Nee, nee. Das wäre zu böse. Okay, wir haben jetzt zwei Haine noch bekommen. Das sollten wir jetzt noch nicht hinklatschen. Einfach aus dem Grund, weil wir sonst von der Backline beschossen werden. Oh, halt, hier ist ein Buch, danke. Und eine Halskette. Sehr schön. Da redet er erst davon, dass wir mal ein Buch und diese magische Barriere brauchen. Und dann kriegt das und macht nichts draus. Ups, und da ist auch schon der Hain getriggert. Genau das meinte ich. Das ist eine sehr schöne Idee. Ausweichen. Komm, wir nehmen das Ausweichen mit rein. Wow. Aber dass die auch explizit auf uns drauf hämmern, ist auch ein bisschen mies, oder? Das muss doch nicht sein. Ich kann doch auch mal ein bisschen auf meine Skelette draufhauen. Hallo, danke. Immerhin einer, der das macht. Extra Skelettstufe machen wir. Ich habe auch ein bisschen was gelesen. Und zwar soll die Skelettstufe nur bei ganzen Zahlen mattern. Also 1,97 ist nicht besser als 1,01. Oh, ich weiß nicht. Kann sein, aber jetzt sind wir sowieso auf 2, noch was. Da taugt es auch wieder. Nochmal extra Wiesen. Die können wir dann schon mal hier unten mit anfügen. In weiser Voraussicht, dass wir da auch noch einen Chrono-Crystal hinmachen werden. Falls wir einen bekommen. Das ist immer die Voraussetzung. Und ich hätte gerne Ruinen. Ruinen und Bluthaine wären schnieke. Hey. So langsam. Naja, ich weiß nicht. Ich könnte die Haine da unten schon mal hin platzieren. Das stimmt schon. Okay, machen wir. Hier wäre ein Hain, eine Ruine, ein Hain. Dann machen wir das doch hier hin. Dann müssen wir nur dafür sorgen, dass wir als nächstes Ruinen kriegen. So, unser erster Gipfel ist fertig. Dann probieren wir doch gleich mal demnächst hier unten noch einen zu machen. Aber vielleicht warte ich damit, bis wir einen Vergessen auf der Hand haben. Ganz einfach, damit wir das Goblin Camp, das entstehen wird, und zwar definitiv entstehen wird, gleich ausmerzen können. Zack. Nice. Oh, da ist auch ein maximale Anzahl Skelette drauf und Beschwörungskunst. Ja, komm. Oh, da hätten wir jetzt gerade gucken können mit dem Level. Ach, war jetzt gerade. Das ist ungünstig. Erstens, glaube ich, hat ein Ding hier überlebt. Moment, was ist das hier? Ach so, das ist einfach nur so ein Pausebereich, den man überhabern kann. Sagen wir es mal so. Halt, stopp! Extra ausweichen. 16%. Ja. Komm. Halt, stopp. Wir wollten das ja aufsparen. Den können wir auch noch nicht setzen, weil wir dann ein Banditenlager bekommen. Das ist auch ungünstig. Also ich brauche Ruinen und ich brauche die Vergessenkarten. Und was kriegen wir? Felsen, Felsen, Felsen. Ja, das ist das Problem, wenn du hier unten noch keine, oder generell auf der Map in den ersten Loops keine Gegner drauf hast. Also vielleicht ist das nicht ganz so eine gute Idee gewesen. Ah, lass uns das Beste hoffen. Ja, unsere XP könnte auch ein bisschen besser steigen. Ey, was macht denn der? 8 Verteidigung. Ja. Ist vielleicht auch nicht schlecht mit einem Nekro.
Aber ich... Nee, dann nehme ich doch lieber Sachen wie Ausweichen und sowas. Oh, da ist mehr drauf. Beschwörungskunst, Angriffstempo extra nochmal, danke. Dann haben wir die 4% zurück, die wir bei dem Ring hier verloren haben. Nice. Weggewurzelt. Er ist auch weggewurzelt. Ja, es ist schön, wenn die richtig... Ich weiß jetzt vielleicht ein bisschen makaber an, aber das ist schön, wenn die richtig gut wegsterben. Dann hätten wir einen Ring... Regen... Okay. Packen wir das so hin. 74% Beschwörungskunst. Skelettstube ist ein bisschen niedrig. Oh, Moment. 99% Beschwörungskunst. Ich will wissen, ob da irgendwas Besonderes bei rumkommt. Wow. Scheinbar nicht wirklich. Scheinbar nicht wirklich. Schade. Hier hätten wir nochmal Ausweichen mit drauf. Sind auf 98% Beschwörungskunst gefallen. Oh, halt, wir haben ein Level Up, danke. 3 gestärkte Skelette schließen sich dem Helden bei jeder Schleife zur Unterstützung an. Was sind denn gestärkte Skelette? Plus 0,25 auf Skelettstufe pro Schleife. Beginnend mit der Schleife, in der du die Eigenschaft erhältst. Wir sind gerade am Ende von der Schleife. Das ist nicht allzu schlecht. Das nehmen wir mit. Ey, die Skelettstufe hat sich jetzt aber gerade erhöht. Und jetzt gleich nochmal? Tatsache. Okay. Jo, du, ich beschwere mich da nicht drüber. Aber so langsam... So langsam könnte mal ein bisschen was passieren. Wir könnten die Beschwörungskunst auf 100 bringen. Nur mal um das auszuprobieren. Ne, auf 99 wäre das. Ah, dann mache ich das nicht. Dann nehme ich doch lieber hier das Skelett mit. Wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na, dann warten wir noch einmal. Eine so eine Karte warten wir noch ab. Da ist ein neuer Bluthain. Oh, ne, wir brauchen Ruinen. Erst brauchen wir die Ruinen. Moment, ich kann den Bluthain aber hier schon mal platzieren. Nice. Gut. Das würde dann schon mal 2 weitere Ruinenbereiche abdecken. Aber erstmal kriegen. Erstmal kriegen. Was machst du denn? 144 magische TP. Und wir haben ein Bett gefunden. Hey! Hoffentlich prügeln uns die Gegner da nicht rein. Oh, nochmal hier die 2 Dörfer. Aber das ist dann auch bekloppt, weil wir dann... Weil uns dann Equip gestohlen werden kann. Oh. Aber momentan brauchen wir das eh nicht. Brauchen wir die Dörfer sowieso noch nicht. Da wir noch TP-mäßig gut im Saft stehen... Möchte ich jetzt zumindest mal behaupten, wir haben endlich einen Vergessenen am Start. Danke. Dann probieren wir das doch gleich mal aus. Weg mit dir jetzt schon, oder? Wir lassen mal einen Goblin spawnen. Vielleicht sogar 2. So, da müsste der erste sein, jo. Ah, das wäre schon heftig. Momentan reicht uns die Skelettstufe, die wir haben. Momentan reicht uns die. Zack. Und... Nope. Es gibt nur einen Berggipfel. Hätten wir das auch geklärt. Aber Versuch macht klug. Ich hätte es auch googeln können. Ja, klar. Aber wir probieren das doch einfach gemeinsam aus. Ich lasse mich da ungern spoilern. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, ist das was anderes. Aber jetzt nicht einfach googeln, beste Strategie, Necromancer oder sonst irgendwas. Und dann in die Kommentare schreiben, hey, mach das so und so.
Aber so Überlegungen äußern wie, schon mal ausprobiert, ob das vielleicht funktioniert? Das können wir gerne ausprobieren. Denn sowas interessiert mich auch immer. Und manchmal kommt man halt nicht selbst auf die Idee, einfach mal, oder nicht auf eine bestimmte Überlegung, mal was Bestimmtes auszuprobieren. Und da ist es immer interessant, andere Sichtweisen mitzuhaben. 9% ausweichen, ja. Und extra Angriffstempo, ja. Da ist aber die Beschwerungskunst ein bisschen weiter unten. Aber von 98 auf 73 kann man schon mal verschmerzen. Möchte man zumindest mal meinen. So, dann wird hier gekronot. Wir warten jetzt noch. Gut. Dann sind die Goblins zu zweit. Dann können... Ach, ich habe den Goblin rausgelöscht, weil der noch nicht auf dem Feld gestanden ist. Ah! Sorry, Goblin. Ich sehe gerade ein kleines Problemchen. Wenn ich jetzt hier eine Ruine hinklatsche... Ne, hier wollte ich eine Ruine hinhaben, ne? Damn, das funktioniert so nicht. Ich kann Ruinen aneinander... Nein, kann ich auch nicht. Okay, es muss hier ein Platz dazwischen sein und dann kann ich Ruine und Hain nebeneinander klatschen. Ja, gut, pass mal auf, dann machen wir hier noch einen Hain hin, damit wir da einen Blutdingsbums hinmachen können. Und dann müssen wir immer eins dazwischen freilassen. Ah, da habe ich mich da oben verbaut. Kacke. Und ich habe am Anfang noch gesagt, von wegen... Moment. Angriffstempo und Skelettstufe. Rechts hätten wir Skelett... als maximal links. Links hätten wir Ausweichen, Region. Ne, dann machen wir das hier. Ich präferiere die Skelettstufe ein bisschen. Dann halten die auch mehr aus. Na komm, lass mal hier schon mal auf einen Chronokristall hoffen. Habe ich meinen Gedanken gerade zu Ende gebracht? Ich glaube nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, welcher Gedanke das genau war. Ach ja, genau, dass ich hier das Zeug falsch platziert habe. Das hier ist verhunzt, die Ecke. Hier kann ich eine Ruine hinklatschen, das ist dann kein Problem. Hier davor kann ich eine Ruine hinklatschen, das ist dann auch kein Problem. Aber hier oben, das ist ein bisschen mau. Schade, dann habe ich den Bluthain auch vergeudet. Ja, man kann nicht immer an alles denken. Auch wenn man nebenbei ein bisschen was am Erzählen ist. Es ist nicht so einfach. Da übersieht man manchmal einfach was. Sorry! Ich bin auch nur menschlich. Keine blöden Kommentare diesbezüglich, ja? Bayern sind auch Menschen. Meistens. Manche haben zwar einen heftigen Sprachfehler, aber da können die auch nichts dafür. Das ist natürlich auch den da löschen können, ne? Na egal. Wir umrunden mal den Gipfel. Einfach um noch ein bisschen einen Bonus Max TP zu generieren. Oh, wir haben noch eine Wiese hier unten. Drei Wiesen. Hey, und Ruinen. Schnieke. Dann lass uns die doch... Ach, wir haben doch keinen Bluthain dafür. Laufen wir da gerade noch nach oben? Ich glaube schon. Ich glaube, dann dürften wir jetzt hier noch einen Bonus kriegen. Ah, wir sind gerade durchgelaufen gewesen. Fuck! Da wollte er wieder hier zu viel, ne? Da wollte er wieder was abgreifen. Ohne dafür was gemacht zu haben. Immer dieser Gierschlund. Ach ja, das letzte Dorf können wir auch platzieren mittlerweile. Da passiert dann nichts mehr. So, also wir brauchen jetzt als nächstes einen Bluthain. Halt, hier muss ich auch mal wieder gucken. Ah, die Auswahl. Das wäre halt schon heftig, eine heftig höhere Skelettstufe.
Unser Ausweichwert würde auf 7 sinken. Das Angriffstempo. Nee, ich. Oh, jeez, was kriegen wir denn hier wieder alles zuge. Oh. Oh, das Angriffstempo, das wäre interessant. Beschwörungskunst wäre dann aber rechts weg. Oder Skelettstufe. Okay, folgendes. Wir hören die Skelettstufe hier und senken sie hier. Dann sind wir da wieder relativ gleich, aber unser Angriffstempo ist deutlich erhöht. Und wir aktivieren dann mal das Zeug. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem Angriffstempo hier mit der Beschwerung zu tun hat. Ich glaube aber schon. Ich glaube schon. Da würde Beschwerungskunst wieder sinken. Ah, 49% ist, sollten wir eigentlich schon so um den Dreh auf 50 und um die 50 halten. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Hey, jetzt kommen hier ein paar Steinchen rum. Noch ein Hain. Ja, wenn wir da vorne ruinieren, klatschen passt. Fuck, die Dinger können laufen. Ich lerne für die nächsten Male. 2 Felder vor einer Ruine Platz lassen. Oh, jeez. Oh, jeez. Aber wie gesagt, in dem Spiel lernt man immer wieder neue Sachen. Hey, wir haben einen Oblivion parat. Sollen wir da unseren Fehler gleich wettmachen? Dann will ich aber das Goblin Camp hier lassen. Das tut schon ein bisschen weh, das zu machen. Muss ich gestehen. Das schmerzt ein bisschen. Schade, dass hier keine Beschwörungskunst drauf ist. Sonst hätte ich den rechten Ring damit ersetzt. Na, warte mal, hier ist ein 7, ne? Da ist Beschwörungskunst drauf. Was würden wir denn da verlieren? Ach, die Max-Skelette. Hier würden wir auch ein Maximal-Skelett verlieren. Hätten aber ausweichen drauf. Und wir verlieren Beschwörungskunst. Nee, das ist einfach zu viel, was wir da... Was wir verlieren. Oh, da ist ein Goblin dabei als Quest. Oh, no. Aber wenigstens sind unsere Skelette voll da. Ja. Oh, wir haben... Oh, scheiße. Wir haben Tränke gebraucht. 4,2 Regeneration. Das nehmen wir mit, dann sinkt unser Angriffstempo zwar auf 12, aber immerhin haben wir dann ein bisschen, noch ein bisschen was. Aber wir regenerieren jetzt lieber mal ein bisschen. Naja, mit Beschwörungskunst 49, da kommen die ein bisschen selten. Das würde ich auch gut finden, wenn wir da ein bisschen höher kommen. Einfach damit unser... Tank-Skelett am Start ist. Wir haben bald wieder Level Up. Das ist auch nice. Aber warte mal, zählen die da überhaupt dazu? Ich glaube nicht, nur die, die hier direkt draußen rum sind. Ugh. Das wäre auch zu beachten. Das Ding gibt... Wow! 3 Berge. Astrein, ich wollte sagen, das Ding gab, glaube ich, gerade 4 Erfahrungspunkte für einen Blubbel. Das sage ich nicht nein zu. Jo, Tatsache 4. Und hier gibt es wieder Ruinen. Die stellen wir... Komm, lass uns die schon mal hier hinstellen. Den Hain packen wir dahinter. Die Wiese hier hin. Hey, ich brauche Bluthain-Karten. Und am besten noch eine... Oder am besten noch 2 Karten zum Vergessen. Höchstwahrscheinlich demnächst 3 Karten zum Vergessen. Ja. Das dachte ich mir schon fast, dass das bald wieder ein kleines Problemchen werden kann. Ja, aber dann müssen wir halt gegen Goblins ran. Ah, wir kriegen noch kein Level. Na,
aber jetzt. Zack. Plus 1 auf maximal Anzahl der Skelette. Könnte auch gut sein, ja. Wobei mich das hier auch interessiert. 3 gestärkte Skelette schließen sich dem Helden bei jeder Schleife zur Unterstützung im Kampf an. Das wäre aber dann eigentlich nur im ersten Kampf, oder? Ne, dann nehmen wir hier lieber plus 1 auf die Maximalanzahl an Skeletten. Dann sind wir jetzt bei 5. Da ist der Bluthain, den ich haben wollte. Das ist nice. Dann können wir schon mal den nächsten Chronokristall planen. Den würde ich dann... hierhin klatschen. Ja. Das nehmen wir dorthin. Unsere Skelettstufe ist 6,28. Das ist nicht falsch. Zack. Was heißt falsch? Verkehrt. Falsch ist es auch nicht, weil es da steht. Ja, es ist klar. Ja, manchmal das mit den Wörtern, mit den komischen Buchstaben, die so aneinandergereiht sind, das ist manchmal schwierig für mich. Oh! Verteidigung. Ja, schön. Die Maximalanzahl Skelette auf 6 ist geil. Aber die Verteidigung auf dem Buch ist jetzt nicht so interessant. Das können wir jetzt mitnehmen. Dann sinken wir zwar auf 5 Skelette, aber 5 sind auch fast mehr als genug. Unsere Beschwerkunst 51 geht klar. Welche Karten hätte ich gerne als nächstes? Vergessen. Stufe 9er, aber da sinkt unsere Beschwerkunst. Da ist auch nur Verteidigung drauf, Alter. Hier ist heftig Skelettstufe mit drauf. Ja, wir schmeißen die Regen weg. Skelettstufe plus 8,8. Das schmeckt mir. Wie viel machst du denn? 63 Damage und hast 79 HP. Ja. Ja. Vor allem, wenn wir den Loot dann beendet haben, sollten wir eigentlich auf eine Skelettstufe von 9, irgendwas kommen. Oder wie viel kriegen wir jede Runde dazu? Ja, ein Viertel. Noch was zum Aktivieren? Jupp, dort. Der Dicke schlägt doch nicht etwa permanent auf uns? Natürlich macht er das. Natürlich macht er das. Was hast du hier? Angriffstempo hast du drauf. Noch mehr Skelettstufe, aber unsere Beschwerkunst würde sinken. Nee. Das nehmen wir nicht mit. Haben wir noch? Ja, wir haben noch einiges hier zum Aktivieren. Als Hain. Wir haben gesagt, wir brauchen 2 Abstand. Dann nehmen wir den Hain hier hin. Ach, ich wollte gerade sagen, wie ist das passiert? Aber das war einfach nur ein random Blubbel, der da aufgeploppt ist. Kein Problem, kein Problem. Ich habe es nicht unbedingt falsch gebaut. Nicht alles, was ich hier hinklatsche. Ja, ist wie Kraut und Rüben. Manches, die Betonung liegt auf manches. Hat auch Hand und Fuß. Hier ist Skelettstufe mit drauf. Weniger Angriffstempo, weniger Ausweichen. Allerdings auch ein bisschen mehr Death. Ich glaube, die Skelettstufe brauchen wir noch nicht. Wir nehmen da, lassen da lieber das Ausweichen drin. Oder? Ein bisschen Ausweichen? Ja, doch, lassen wir drin. Und das mit dem Bluthain funktioniert wirklich gut. Das funktioniert gut. Skelette auf 4 begrenzen? Ja, 4 Skelette reichen mir. Waren wir da vorher auf 7, irgendwas? Ach, scheiße. Sag mir nicht, dass ich ja gerade
Scheiße gebaut habe. Bitte. Sag mir nicht, dass ich da Kacke gebaut habe. Ich glaube, wir haben es gesenkt. Ich bin mir aber nicht sicher. Bin mir nicht sicher. Kann sein, muss nicht. Und den letzten Chrono-Kristall. Warte, ich könnte hier auch einen Chrono-Kristall hinklatschen, ne? Ja, dann lass uns doch hier in der Mitte noch ein paar Haine bauen. Questbelohnung, genau, ein Löcher. Und Vollgehalt, danke. Das würde die Skelettstufe nochmal erhöhen. Das wir, ja, das ist aber wieder ausweichen und Angriffstempo weg, ne? Hier hätten wir ein bisschen weniger ausweichen. Klein bisschen mehr von dem anderen. Ich bin unentschlossen. Oh, mehr, deutlich mehr Angriffstempo. Jetzt können wir es machen, weil unsere Skelettstufe immer noch auf 51 ist. Ich meine die Beschwerkunst. Skelettstufe 9,1. 9,25. Ja. Wir beschweren ein bisschen langsam. Na, wobei, es geht. Wenn wir mal einen Tank drin haben, der wirklich was wegtanken kann. Dann kommen auch unsere Skelette raus. Wir haben drei Dörfer auf der Hand. Gosh. Noch ein Hain. Den müssten wir hier hinpacken, ne? Jupp. Yep. Nee. Hierhin hätte er gemusst. Erst überlegen und dann bauen. Wäre nice. Auch einmal auf die Zeit gucken wäre interessant. Oh, Ruinen. Die klatschen wir. Gleich mal dorthin. Der Tag geht nicht rum, bevor wir da sind. Schade. Oh ja, was machen wir jetzt denn hiermit? Ach ja, wir hier in der Mitte weiterbauen, haben wir gesagt, ja. Ja, ich habe gesagt, auf die Zeit gucken wäre nicht schlecht, weil... Habt ihr sicher auch schon gemerkt, wir sind über der halben Stunde. Von daher machen wir einfach nächste Runde weiter. Wir sind bis Loop 8 gekommen, weil wir so wenig am Anfang gebaut haben. Ich weiß nicht, ob der Run zum Scheitern verurteilt ist oder nicht. Aber wir gucken es uns nächste Folge an. Nächste Folge wird auf jeden Fall der Boss gespawnt. Und ich glaube, wir versuchen den auch. Also, macht's gut, bis dann. Ciao.